Das ist keine Feuerautomatik, ja? Okay, ist es doch. Ups. Genau auf den habe ich gewartet. Ist die Hinswerbung? Wo liegt sie denn da stehen? Sonst gibt es nämlich ein ganz böses Erwachen. Ich wollte gerade sagen, hier ist kein Durchkommen. Aber ich habe mich getäuscht. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Minikabin. Ich bin hier immer noch zu Hause. Ja, was soll ich sagen? Ich habe vielleicht mich ein bisschen in der Zeit vergriffen. Ich habe nämlich gedacht, ich könnte ein bisschen Schwarzpulver herstellen. Ich wollte ein bisschen Schwarzpulver herstellen, weil ich unten habe ein bisschen Nitrat gepult. Was soll ich sagen? Endeffekt, ich habe keine Steine mehr. Wir hatten ja letztes Mal nochmal hier so 400 Blöcke gehabt, also auf Beton. Wie ihr seht, wir haben gar keine mehr. Aber dafür haben wir jetzt auch wieder ein, zwei Steine, die gleichzeitig wieder verarbeiten kann. Aber jetzt halt kein Problem. Ach übrigens, auf dem Weg zurück habe ich ja noch ein, zwei Händler abgeklappert und guck mal, was ich gekauft habe. Und die sind ja nicht mal so teuer. Also wenn man sie kriegt. Also ich habe drei Händler ausprobiert und habe immer gefunden. Ein Set. Und zwar, ich glaube, immer hatte 1600 oder 1500 gekostet und das andere hat, glaube ich, 1200 oder so gekostet. So im Schnitt. Habe ich gedacht, kannst du mitnehmen? Kann nicht schaden. Was ich schon mal weiß, also entweder sägt es nicht. Also das sägt nicht. Aber irgendwie habe ich mir das schneller vorgestellt. Aber gut. Vielleicht liegt das ja an mir. Vielleicht bin ich einfach bloß ein ungeduldiger Mensch. So, das heißt aber auch, ich muss neue Steine herstellen. Neue Betonblöcke. Also, ja, kommen Sie mit. Ich zeige es euch einfach mal. Kommen Sie mal mit. Und da lang. Oh, Entschuldigung. Hust, hust. Ja, wie gesagt. Ich wollte eigentlich bloß erstmal die Wurzel anmachen. Uns einen Weg bahnen. Durch unseren Felsen hier. Und habe mir gedacht, naja, gut. Ich habe ja schon Etagen gemacht. Dann baust du die aus. Aber wie gesagt, das, was in meinem Kopf rumschwirren tut, es könnte eine Weile dauern. Ich habe jetzt, wie gesagt, bloß hier die Treppe gemacht. Hier habe ich nochmal die Etage geteilt. Wie gesagt, ich würde das hier alles rauspulen. Mir kommt jetzt so vor, ich könnte die brauchen. Aber wie gesagt, muss hier abgestützt werden und dann im Zwischenraum. Na gut, ich sag mal so, wenn ich bis da oben ankomme irgendwann mal, dann haben wir hier noch Platz, um Kisten aufzustellen. Also so ein, zwei Kisten können wir dann aufstellen. Ich glaube, dann wird er wieder eine Bücherreihe hier unten oder sowas in der Richtung. Hey Toni, wo ist denn dein Kumpel hin? Nochmal funktionieren tut. wir werden heute... Nee, ich werde die Karre trotzdem nehmen. Ich wollte ja auch an... Ich kann ja eigentlich nur eins wie Karten bauen und die dann direkt bei den Händlern stellen. Danke, Monkey, nochmal. Also, kann ich machen. Aber ich fahre gerne rum. Ja, gut. Also, ich habe den Tipp gekriegt. Ich könnte doch eigentlich bei jedem Händler quasi eine Karre hinstellen und dann mit einem Gyrokopter verlieren. Ist eine gute Idee. Würde ich so ja machen, aber irgendwie, ich genieße das Rumfahren. Ich weiß nicht, wieso. Einfach mal durch die Gegend tingeln. Naja, gut. Munition. Ich habe ja jetzt hier unsere Knift umgebaut. Ach übrigens, Magazin passt da nicht drin. Also auch nicht die kleine. Ich habe ja hier noch so ein kleines. Da habe ich gedacht, dass man wenigstens das drin schmeißen kann, aber das funktioniert auch nicht. Kann ich nie machen. Aber kann ich das vielleicht hier reinschmeißen? Ist da vielleicht ein bisschen... Nee, geht's auch nicht. Ja, da kannst du die auch nicht reinschmeißen. Das ist natürlich jetzt maximal bescheiden. Na gut. Dann muss das erstmal so bleiben. Shit. Ich hab gedacht, ich kann da noch mal so ein bisschen... ein wenig absnacken. Na gut, das soll nicht sein. So, Dietrich habe ich mit bei. Ich habe Splints mit bei. Das kann hier bleiben. Eigentlich soweit vorbereitet. Nahrung habe ich, Trinken habe ich. Repair Kits habe ich, Munition habe ich. Habe ich nachgeladen.
Da. Langsam mal, ich hab doch, ich wollte gerade sagen, ich habe ja noch ein bisschen Munition hergestellt, ja. Das war alles gut. Dann werde ich nochmal sicherheitshalber im Bohrbrück, also oder so nicht. Ach, die Desert nehme ich doch noch mit. Ja, komm, was soll's. Brauche ich nochmal ein bisschen Munition. Dann habe ich wenigstens ein bisschen was. Ein bisschen älter, der rennt schon wieder wie in ein Arm, Ein-Mann-Armee rum. Und denkt, er hat wenig mit bei. So, ich würde mal sagen, das reicht. Wir werden. Ich hatte vorher Jen. Aber, wie gesagt, bis dahin war ich eigentlich schon gewesen. Also, ihm habe ich abgeklappert, ihn. Und Jen, glaube ich, hier. Joel. Jetzt habe ich hier noch zweimal Jen. Immer Bobbe. Nee, Blödsinn. Ja, doch. Nee, doch. Oh. Wir müssten eigentlich, wie gesagt, alle abklappern. Aber ich würde erstmal sagen, ich fange hier oben an. Ist in der Nähe. Dann würde ich erstmal sagen, wir kicken bei uns Jen-mäßig nach. Denn hier Jen, Hack und so und Rick. Ja, vielleicht finde ich ja dann noch immer hier Industrie, Amboss und so. So, dann würde ich mal sagen, ab Jen. Dann nochmal Jen. Mit Money. Wäre schon mal cool, wenn man sich nicht bloß das ankicken muss, sondern auch kaufen kann. Jetzt bin ich, dann kann ich das ja auch mitnehmen. Boah, Junge, Junge, nee. Hust, hust. Was ist denn da los? So, das muss reichen. Kann ich noch ein paar Sachen verkaufen und neue Sachen einkaufen, wenn es funktioniert. Dann open mal das Ding hier und dann geht's los. Also wie gesagt, also ich habe auch vor, oder hatte vor, könnten ja eigentlich heute kleine Hotel oder sowas in Angriff nehmen. Aber nee, so questenmäßig einfach mal so, weil wir das können. The name's Jenny, but you can call me Dr. Jen. Aber du hast auch Alzheimer, wa? Das hast du mir jetzt schon 20.000 Mal gesagt. Sie wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Gut, ich bin ja der Letzte, der sich darüber beschweren sollte. Aber ist ein anderer Ding. So, na gut. Erstmal das hier alles loswerden. Wahnsinn. Da macht es aber Katsching. So, Munition. No. No way. Da ist ein bisschen was. So. Wie gesagt, auseinandernehmen, technischerweise. Immer her. Das nehme ich auch mit. Den Mitnehmer. So, was hast du noch da, Mädel? Irgendwas da hinten versteckt? Nee, hier ist nichts. So, da brauche ich nicht Drogen. Nee, muss nie Sinn. Ditte. Seit wann kann ich denn so was kaufen? Gut. Wird schon seinen Sinn haben. So, Nahrung brauche ich nicht. Öl und so brauche ich nicht. Blöcke, nee, hat er ja auch nicht. Ist bloß Standard am Boss. Also hier schon mal nicht. Gut. Aber wir haben so eins wie ein paar Trönchen bekommen. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Dann gucken wir mal, was Olle Genro Tusaren tut. Vielleicht hat sie ja ein bisschen mehr. Hey, mach mal zu. Es zieht. Wo muss ich denn hin? Da. So, und dann bei Hack oder so, da wird ja wohl eh ein Hochhaus oder sowas sein in der Richtung. Sie haben ihr Ziel erreicht. Also gleich, wenn ich um diesen Stein rumkomme. Es hat funktioniert. Wir sind ja zu viert. Ja, leck mich am Arsch. Ja, nee, ist klar. Geil. Ich hab mir schon immer einen dritten gewünscht. Jetzt ist es soweit. Sehr, sehr schön. Es läppert sich. Wo muss ich denn lang? Da lang.
Kommen Sie mal alle mit. Alter, irgendwann siehst du hier so einen Schwarm. Ich bilde hier eine Schwarmintelligenz. So. Da sind wir. Wo ist denn dein Ko... Alter, ich bin umzingelt von Drohnen. Könnten Sie mal bitte stehen bleiben? Ich will euch alle drei drauf haben. Ist das möglich? So, warten... Ja, bleib jetzt stehen. Jetzt ist aber gut. So, warten Sie mal. Ich brauche davon ein Beweisbild. So. Dann haben wir das als Beweisbild. Und ich hätte das gerne auch nochmal... ohne irgendwas in der Hand. Ist das möglich? Danke. So. Ich glaube, der Name der Folge ist auch gefunden. Schwarmintelligenz. So. Na, dann kommt mal alle rein. Es könnte ein bisschen eng werden. So, what are you buying today? Ich wollte gerade sagen, nicht den mit mir an. Ich bin hier fertig. Ich bin hier mit drei Kollegen da. Aber gut, die haben Angst, die sind schüchtern. So, Jenny. Sag mal, hast du eventuell für mich Zeuginsen? Das verkauft sie die auch schon ungefärbt. Ah, fast gut, aber meine ist besser. Da kommst du nicht gegen an, Jen. Das ist, kannst du knicken, das Ding. Ja, gut, das haben wir auch schon mal besser gesehen. Was ich habe, habe ich. Was ich kriege, ich sehe doch nicht. So. Jeder Schuss tötet. Also nehme ich das mit. Haben wir hier noch irgendwas? Nicht anfangen zu sabbern. Kabin, lass dir das nicht anfallen. Anmerken. Thank you so much. Ich hab zu danken. Schnicke Ding. Schnicke Ding. So, ich gehe mal davon aus, dass da auch keine Mods drin passen, ne? Es wäre zu einfach. Es wäre einfach zu einfach. Ich habe zu viele Waffen hier. Aber die würde ich jetzt. Wisst ihr was? Die kaufe ich nicht. Die kaufe ich nicht, weil. Upsi. Da muss der Papa erstmal wieder Geld verdienen, wa? Also. Na gut, jetzt haben wir wenigstens wieder einen Grund, Knete zu sammeln. Also generell. Um Sachen hinzukaufen. Ist schon klar. Aber jetzt haben wir wieder eine neue Herausforderung. Siehst du? Man sucht sich keine Herausforderung, man schafft sie sich selber. So, hast du denn irgendwie, das ist ja bloß eine Verlängerung, aber so schalldämpfenderweise sehe ich jetzt erstmal nicht. Ja, ja, warte mal kurz. Los, weg hier. So, aber erstmal, Stimme. Not bad, not bad. Gut, halt mal fest. Wir haben eine neue Knifte, die sehr, sehr laut ist. Und ich bin schon... Ach nee, das ist ja diese... Ja, gut. Aber was ist denn das? 31 Schuss? Aber das ist keine Feuerautomatik, ne? Okay, ist es doch. Und gut, dass ich die Munition jetzt schon drin pöfere in der Luft. Da, wo sie nichts anrichten kann. Das ist natürlich speziell. Aber ich muss das mal kurz ausprobieren. Die haben wir ja schon gesehen. Kommt die neue ran. Oh, passt auch alle drin. Wie gesagt, geht davon aus, dass Schalldämpfer Arsch ist. So, zeigen Sie mal. Habe ich nie gesagt? Schalldämpfer war gestern. Aber das ist nie so schlimm. Nee, hat sie ja nie gehabt. Ich wollte gerade sagen, hat sie überhaupt Dings gehabt? Bestimmte Sachen, die wir kaufen wollten. Bevor die Kohle flöten gegangen ist. Aber ist ein anderes Ding. So, 1 Kilometer. Vielleicht sind wir ja bald zu 6. Das wäre so super. Ein super GAU. So, Ziel erreicht. Dann schauen wir mal kurz hier rein. Was wolltest du machen? Reinschauen. Wenn er jetzt
Wenn du gewisse Knifte auf Lila hat, dann bleib ich hier. Kannst du wissen. Hey, Kohle. Die gute alte Kohle. Und wenn Ditte da ist, dann hat er bestimmt auch noch Munition. War sehr, sehr gut, dass wir hierher gekommen sind. Na? Habt ihr ein Schwein? Könnt fliehen. Tatsache, hier ist Munition drin. Es war... Bist du alleine? Es ändert sich bald. Schau mich an. Siehst du? Ich hab auch ganz alleine angefangen. Und jetzt? Ich weiß ja nicht, wie ich durchfüttern soll. Es waren noch mal Zeiten, wo du Munition herstellen musstest. Mann. Das waren Zeiten. Verrückte Zeiten, sagt euch. Hey, Sand. Gut, Vitamine. Da fehlt's mir wie Schuppen von den Augen. Das habe ich nämlich vergessen. Das ist das Einzige, was ich nicht mitgenommen habe. Dalak. Gut. Na, dann würde ich mal sagen, ich verkauf den Stuff, den wir jetzt gerade eingesammelt haben. So. Ja. Ah ja, bleib doch mal ganz cool. Ganz cool bleiben. So wie ich. Also, wie ich mir einbilde. Andere Thema, bitte. So, jetzt haben wir wieder 14.000. Oh, jetzt ist mir der Sand aus der Hand gefallen. Aber ich werde jetzt erstmal nachschauen. Kniften technischerweise. Und dann... Nee, erstmal. Genau, da. Hat er aber nicht. Hat er einfach nicht. Dann ist es doch seltener, als ich gedacht habe. Okay, hier gibt es auch nicht. Also müssen wir ab und zu. Also, ja, gut. Schätz mal, wenn der nächste Händler will, wenn die Händler am 67. Tag resettet haben. Ich glaube, dann haben wir wieder größere Chancen, das Zeug zu finden. Ah, ja. Ah, die haben wir ja schon. Will ja die andere. Oh, das ist die Sniper Rifle. Aber nicht in dieser Farbe. Nicht in dieser Farbe. Gut. Well, it's about time you bought something. Ja, passt schon. Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen mal auch kurz unser Inventar leer. Und ich werde das auch nicht in eine Karre reinschmeißen, ich werde das hier in eine Kiste reinschmeißen. Umso mehr Loot für mich. Gehen Sie mir aus dem Weg. Gut, also die brauche ich ja jetzt nicht, weil wie gesagt, kann ich ja eh nie nutzen. Die Kohle lasse ich auch hier. Und die lasse ich auch hier. Benzin könnte eigentlich auch hier bleiben, aber ich nehme es trotzdem mit. Ja nie alles ablegen. So, das ist blöd, was ich mache. Es tut mir leid. Es passiert mir öfters. Wir werden erstmal nach Alaric gehen und dann werden wir. Oh. Er hat es gerade mitgelenkt. Und da werden wir uns ausklären. Genau so wird es sein. Das. Dreifacher Loot für mich. Es wird ein schöner Tag. Ah, da, das wäre doch schon mal. Hier drin, so ein richtig schönes altes Hotel. Boah, hier waren wir schon lange nicht mehr. Ich glaube, ich werde das auch nehmen. Warum suchten die Knifte so weit hinten? Macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, warten Sie mal kurz, ich muss erstmal die richtige Knifte auswählen. Hier werden wir reingehen. Ist scheiße ja, ob wir uns auf den Arsch setzen oder nicht. Das ist... Ich werde trotzdem markieren. Ich werde markieren. Wir müssen da hinten hin zum Händler. Wir wissen nicht, ja, wird ja jetzt schon angezeigt. Oh, hier waren wir schon ewig nicht mehr drin gewesen in so einem Hotel. Ewig. Ich weiß, wir könnten eine... Ah, nee. Hier ist ja schon offen. Wir könnten das als Quest annehmen. Ich weiß. Aber ich will ja so rumströmern. Questen kann jeder... Pff. Questen ist ja keine... Herausforderung mehr. Aber warum machst du denn keine 5er-Quest, Karbin? Aus Gründen. Tief
gründige Gründe. Die sind so tiefgründig, ich kann es noch nicht mal erklären. Wo sind sie? Yes. Oh, ja. Es scheint, hier waren wir auch schon eins, wie sie Künchi mehr nachschauen gewesen. Aber wir sind ja da. Alter, die knallen jetzt überall gegen, wa? Und dadurch, dass sie drei sind, alles kaputt. Na du, alter Flitzpieper? Hast du mich schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt weiß ich auch warum. So. Du, ich hab was zum Trinken, was zum Essen, zum... Ich hab alles da. Kannst du alles haben. Das kannst du nicht haben. Das ist Eisen. Bist du wahnsinnig? Wir trinken kann... Ach, eigentlich kann ich gar nicht verkaufen. Wer kennt's nicht? Was habe ich denn noch? 9000. Aber wie gesagt, ich will ja erstmal... Bin ja wegen die Ambosse unterwegs und so. Wegen dem Industriezeug. Aber ich glaube, wie gesagt, es ist nicht da. Vielleicht sollte ich mir eine eigene Kasse kaufen. Kann ich selber reingreifen in meine eigene Kasse. Nö, hier hat er auch nichts. Ey, das ist ein Buch. Ich hab das noch nicht. Achso, habe ich ja schon. Ich wollte gerade sagen. Na toll, ich habe sie mir gekauft und hier gibt sie als lila. Ich habe sie als lila. Ah, Alter, das sind so. Naja, gut, wa? Wer die Wahl hat, hat die Qual, ne? Cha-ching. Ja. Ching-ching. Chinchilla oder was? Wir haben jetzt 17 Uhr. Hat ja überhaupt keine Zeit gekostet. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich schmeiß das hier alle drin. Nee, das bleibt hier. Das brauche ich. Und nehme nur das mit, was ich brauche. Oder was ich denke zu brauchen. Das klingt cleverer. Schon wieder. So. Jetzt würde ich sagen, sind wir soweit. Ist das wirklich Carbin? Ja, vor allen Dingen kann jetzt schön in Ruhe... untersuchen? Ich muss ja jetzt keine Zombies suchen oder so. Ja, alles Marker Eigenbau. So, und das ist jetzt der Moment, wo ich sterben werde. Aber dann ist es so. Mach ich ein Messer mit bei? Natürlich nicht. Mädel! Nicht hier und da! Gib mal, ich hab eine Axt! Krass! Jetzt habe ich schon Villa-Zombie im Auge. Mann! Jedes Mal dasselbe. Ja, das kann eine Weile dauern, wenn ich jetzt schon den Müll hier durchsuche. Aber das ist eine andere Sache. So, ich lade mal alles so hier durch. Ich glaube, die ist genauso tödlich wie die anderen Sachen. Wo ist denn hier? Ist doch immer so ein Voluminös drin gewesen, ne? Der ist hier noch Umdecke. Moment mal. Hä? Jetzt hätte ich fast den Loot kaputt gemacht. Verdammt. Ja, gut. Zielen war gestern. Moment mal, da kann ich doch eigentlich gleich darin schmeißen. Und zack. Hey, ich hab ein Level. Schön, dass ich die nicht mehr brauche. Jetzt wäre natürlich eine Hunting-Reife gut, aber ich habe keine. Aber ich habe ja hier so Sneaky-Pee-Bogen. Achso, ist ja schon an. Schade, dass man die nie so nachträglich so resetten kann. Jetzt wird's albern. Den hätte ich jetzt quasi bei einer... Oh, die ist voll. Du willst mich verarschen, oder? Das ist genau die, die ich nicht geleert habe. Die sind alle Bäder voll? Das ist die eine, die... Ach, die... Wir müssen nochmal an der Karre ran. Das bringt so nichts. Bringt ja so nichts. Stimmt, ich wollte die eine ausleeren. Und das ging ja nicht.
Moment mal. Wenn ich. Dann müsste ich aber quasi. Genau. Ehen müsste ich komplett entsorgen. Will ja auch nicht mogeln. Hat das an ihn tut. Ja, gut. Wir werden es rausfinden. Ach, ich mach das einfach so. Die wird schon ankommen, die Höhle. Ja, ich weiß, ich hab das extra so gemacht. Alter, ich hab die ja nie gehört, die zweite. Was ist denn das für ein Schlangenkopf? Ah, da fehlt doch einer. Ah. Jetzt nicht mehr. Jetzt fehlt's nicht mehr. Sag mal, das ist Fälle zu Dusch da. Kommen Sie mal bitte hier rum. Ups. Nee. Ja, ja. Ich müsste die nebeneinander packen. Das macht mehr Sinn. Wenn ich das mal auf die Schnelle baue. Alle drei so. Zum, zum, zum. Ist schon nicht schlecht. Wie gesagt, wir haben jetzt ja keinen Stress. Wir können uns hier schön langsam durchforsten. Hallo. Mhm. So, da hinten ging es ja runter. Da ist eine Tasche. Gehen Sie mir aus dem Weg. Ich will... Gut, ich sag mal so. Immer drei ist auch nicht so gut. Ach, geht schon. So. Gut, dann nehmen wir nochmal schnell hier runter. Also ich versuche es. Wie bin ich Puh? Und hier müsste ja eigentlich Spider-Man drin sein, ne? Ja, ja, ich weiß. Ich warte ja auf Spidey. Waren nicht hier mehr Spider-Mans gewesen? Hm. Nö, hier ist nichts. Ist ja gar nichts. Außer Müll. So, wie gesagt, könnten wir auseinanderschrauben. So, haben wir. Ach, hier sind wir. Gut. Na, dann machen wir weiter, wa? Gut, hier wären wir eigentlich... Moment mal, hier müsste ich ja eigentlich... komm ich da ran? Ja. Gut. Musste ich da ran? Nicht wirklich. Na du? Oh, der ist cleverer. Hat die nichts gebracht? Echtet? Na? Du bist auf... Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, du bist auf der falschen Seite. Oh, ich mag das hier so. Diese versteckten Sachen bei 7 Days. Wenn ich dran denke. Hilfe! Lassen Sie uns hier raus! Achso, kann ja rausgehen, wenn ich will. Keine Quest. So, naja, gut. Weiter geht's. Ich versuche es. So? Ich höre tote Menschen. Oh. Ich will diesmal nicht vorgreifen. Ob das funktionieren wird? Ist es noch nicht. Es könnte möglich sein, aber muss nicht. Also jeder Weg ist ja erreichbar. Also jedenfalls sollte das so sein. Dass sie hier noch keine Zombies drin gestellt haben,
in die Zwischenräume. Weil jeder ist hier wohnt. Ach, hier ist ja keiner drin oder so. Und zack, bums, das müssten sie eigentlich mal ändern. I've got a bad feeling about this. Stimmt, das hatten sie geändert. Ich hatte ja nicht mehr auf dem Schirm. Darf ich festhalten, die haben es geändert. Kabin hat es nur vergessen. Aber gut, im Vorraum meinte ich eigentlich. Es wäre besser gewesen. Aber das ist auch schon nie schlecht. Wie gesagt, das war ja sonst immer nie eine Herausforderung. Toll, was soll ich denn damit? So, das Doofe ist, ich sehe hier aber... gut, warten Sie mal. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Also eigentlich müssten hier Zombies sein. Ach nee, die sind ja erst da hinten in den Raum drin, ne? Oder? Genau, auf den habe ich gewartet. Ah. Na denn? Habe ich es nie gesagt? Brachiale Waffengewalt löst alles? So, ja, Zombies? Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also die hellsten sind sie nicht. So, na dann können wir mal hier so ein bisschen alles auseinandernehmen. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Also bis es dunkel wird, was bald ist. Das heißt nämlich schwierige Zombies. Aber gut, ich habe ja noch Munition mit bei. Nötig. Aber das ist ein anderes Ding. So, sag mal. Gut, Nahrung oder so spielt eigentlich ja kein Walzer. Also schon lange nicht mehr. Hab ich da einen Zombie übersehen oder was? Junge. Warten Sie doch mal. Autsch. Du hattest deine Chance gehabt. Du hast sie nicht genutzt, Mädel. Also noch länger kann ich nicht warten. Das waren mindestens 1,5 Millisekunden. Also mindestens. Wenn nicht so, ja, noch mehr. Nee, diesmal komme ich von der Seite drin. So, hier fehlt ein bisschen Tod. Mensch, hört auf, ihr Beten. Sehr, sehr merkwürdig. Na gut, die Zombies, die uns entgegengekommen sind, ne? Kleinen Moment. Oh, ich sollte mir mal wieder was zum Trinken hinstellen. Sollte mir sowas mal wieder angewöhnen. Mich kann hier so gut. Guck mal, die Zombies, die uns entgegengekommen sind. Die sind das Rätsels Lösung. Ich muss demnächst mehr so eine Munition herstellen. Sonst gibt es nämlich ein ganz böses Erwachen. Ich wollte gerade sagen, hier ist kein Durchkommen, aber ich habe mich getäuscht. Verdammt nochmal. Wie konnte das passieren? Ganz einfach. Zu viel Rumblödelei. Aber gut. Dann ist es so. Tü. Na gut, also munitionstechnischerweise ist es doof. Das gebe ich zu, aber... Gut. Dann ist es eben halt so. Gehen Sie mir mal bitte aus dem Weg. Das ist ja der Raum, wo die ganzen Zombies drin sind. Aber den ich jetzt schon vorgegriffen habe? Hm. Es wäre möglich. Und dann werde ich mir noch die gönnen. Oder die gönnen sich mir. Mich. Ja, ja, du, ich muss mal kurz nachladen. Alles, weil sonst könnte mich ganz schnell nach hinten losgehen.
Autsch. Und deswegen brauche ich ein größeres Magazin. Was hier nicht funktioniert. Viele Zombies, sehr, sehr schnell. Üble Kombination. Aber gut. Wem erzähle ich das? Das Doofe, wie gesagt, ist nur, wenn das nachts passieren tut, dann habe ich einen Popis. Offen. Sind die jetzt alle von da oben runtergefallen? Oder? Das könnte möglich sein. Aber ich sehe nichts. Also scheint das wohl alle gewesen zu sein. Jo, das waren auch eh zwei Zombies gewesen. Also davon abgesehen. Voll in eine Macho-Pampe. Hier ist nichts. Ich wollte den bloß mal probieren. Schließe die Door, also der alte tickt wieder. Na, ihr es? Meinst du? Bist du da sicher? Um wie viel... Ich wollte gerade sagen, um wie viele Prozente denn? Kommen Sie mal kurz her. Ach, gut. Kann ich später clean machen, wenn ich das nicht mehr brauche. Und das könnte ich schon clean machen. Dann haben wir das nicht. Denn, ja, gut. Ah, ihr seht, munitionstechnischerweise ist schon ein bisschen weniger. Sag mal, habe ich überhaupt die richtige Munition mit? Nö. Ich wundere mich, warum die Munition nicht weniger wird. Weil die ist ja bloß hierfür. Und das ist ja die, die bloß die Schüsse abgeben kann. Ist da eine Wampe? Nee, war sowas ähnliches. Ja, ja, ich weiß. Alter, Alter. Also die Lautstärke ist schon nicht zu unterschätzen. Gehen wir auch weiter, oder was? Ich versuche gerade ein bisschen so triangulationsmäßig rauszufinden. Es scheint hier zu sein. Jetzt ist es da. Was ist das über... Ach, wisst ihr was? Über uns. Glaubt ihr das über uns? Gut, das ist jetzt auch ein Nachteil, wenn man sie nicht sehen tut. Gut, egal. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Wovon da sind wir gekommen? Bist du da eigentlich? Jetzt hier? Ach nee, das war jetzt der Parcours, ja. Ja, ja. Ich kann mich dran erinnern. Da, die sind das da. Ich hab dich gefunden. Oh, und da sind auch die anderen. Ach, verdammt. Verdammt, verdammt. Hä? Ja, da fehlt noch einer, wollte ich gerade sagen. So, das Mirakel-Wip haben wir auch gelöst. Ihr sagt, uns kommt das ja auf den Loot da oben an. Die Frage ist, werde ich denn neue noch Munition haben, wenn ich da oben ankomme? Ich würde erstmal sagen, nein. Aber gut, ich habe mir jetzt auch schon ein oder zweimal getäuscht. So ist es ja nun nicht. Ich würde mal sagen, ich mache mal hier ein kleines Päuschen, weil ich habe mich schon wieder vergessen, auf der Zeit zu achten. Wie so immer. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wenn wir hoffentlicherweise oben ankommen und uns das gute Zeug da oben gönnen. Es wäre schön, wenn wir das machen könnten. Also, bis morgen. Ich bin raus. Tschüss.